Hallo und herzlich willkommen zurück zu City War Nation. Und heute ist nicht der Tim dabei, sondern der Chris. Hallo. Hallo, ich habe Power. The Power Man. Und ich bin tot. In der Hölle. Wir haben alles verloren. Und ich habe einen neuen Skin. Den seht ihr jetzt. Nach dieser kleinen Werbeunterbrechung. Ja. Nach dieser kleinen Power-Werbung. Okay. Wer weiß, auf was ich anspielen könnte, der kann es gerne in die Konfi schreiben. Kennt ihr diese Super-Werbung mit Power? Dass ihr nach Power riecht? Für ein Produkt, das wir nicht näher benennen wollen, dass wir nicht dafür bezahlt werden. Leider, aber falls doch, schickt doch bitte an diese Adresse, die jetzt eingeblendet ist, bitte Geld, Dankeschön. Ja. Dann machen wir Werbung. Oh geil, ich habe gerade Slash Back gemacht und bin wieder in der Hölle. Wow, da kann ich gleich nochmal sterben. Okay, das ist dann wieder. Ja, das ist aber nicht schlimm, wenn du. Also du kannst dich einfach umbringen, weil das ist ja dann ein Plugin-Fehler, weil eigentlich dürftest du ja nach Hause dann. Nee, mach ich aber nicht. Doch, also ja. Du kannst einfach. Ich kann dich auch Tier-Tippen, das wäre jetzt nicht gegen die Regeln, weil das ist ein Plugin-Fehler. Ja, aber unser Zuhause ist ja nicht mehr. Okay. Gut, ich überlege gerade, was ich mache. Ja, es gab ja die vorletzte Folge bei mir. Wurden wir ja sofort gespawntrapped quasi, also nicht umgebracht, sondern einfach halt nimmst den gespawnt, dass für uns nachgejoint wurde, direkt in der Stadt. Und da ist der Tim draufgegangen. Ich habe es gerade so geschafft, aber ich hatte, wie ihr seht, kein richtiges Kampfzeug dabei. Und auch keine Tränke und so, und das war richtig ärgerlich gewesen. Und das möchte ich, dass das nächste Mal nicht mehr passiert. Und ich habe schon gehört, dass Wolfsbach plant, uns anzugreifen demnächst wieder. Oh, Wunder. Aber wir haben ja auch noch was vor in Wolfsbach, wir beide. Ja, da haben wir auch noch was Cooles vor. Ja. Und, Mann, Chris, ich hatte es immer noch nicht erzählt, wegen im Auge der Kuh, weißt du, das, was ich da vorhabe mit dir. Ich hab aber das Video gesehen, was du gemacht hast, das zweite. Ja, cool, ja, hab ich gesehen. Auf Twitter habe ich gesehen, dass es da favorisiert hat. Ich glaube retweetet. Retweetet hast du es, genau. Ja. Stimmt. Oh. Ja, ziemlich cool. Dankeschön. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe mir da wirklich viel Mühe gegeben bei dem Video. Und ja, das wollte ich mal kurz sagen. Ja? Vor allen Dingen, weißt du, was das Geile ist? Diesen Eingang direkt an der Mauer haben sie gefunden. Aber das Grabmal, wodurch man auch eigentlich reinkommt, haben sie nicht gefunden. Ja, stimmt. Aber wir wollten, ne? Ist schon wieder weg. Oh nein. Echt? Ja, ich guck mal, bei meinem Haus habe ich extra so einen krassen hohen Zaun gebaut und es ist. Ich, also in der letzten Folge, wo ich da gewesen war, ist dein Pferd auf dem Zaun rumgetanzt. Ja, ich weiß aber nicht wieso, weil es. Wie? Außer wenn es hier auf. Ich will mal den neuen Skin sehen. Hast du mal den Skin? Ja. Hab ich selbst gepixelt. Das ist geil mit dem Face, das ist cool. Das ist richtig. Nein. Hast du schon. Hast du schon die neuen Questbücher gesehen? Nein, die möchte ich mir jetzt auch nochmal angucken. Die Kumit? Ah ne, die sind ja jetzt hier, sorry. Die haben wir jetzt ja umgezogen. Die sind jetzt hier. Siedelt. Ja. Okay, was haben wir denn diesmal? Ich hab das, muss ich zu meiner Schande gestehen, das Quest-Video gar nicht gesehen. Ja, und zwar, ich muss mal was austauschen, und zwar, Flipper hat dein Zeug genommen. Flipper bekommt nämlich nur 16 Steaks und du bekommst 2 Ocelot-Eier. Aber der Flippo hat das vertauscht, deswegen muss ich leider mal eben die 16 Stacks geben und du kriegst die Ocelot-Eier, die dir gehören. Bitteschön. Danke. Die werde ich wahrscheinlich mit Niggi tauschen, weil sie die gerne haben wollte. Oh, okay. Wollen wir die Quest mal vorlesen? Oder hast du das schon? Ich habe das schon gemacht, aber du kannst ja die für deine Zuschauer vorlesen. Währenddessen tue ich ein bisschen Bäume um die Stadt rumpflanzen. Okay, Quest 1. Ein mysteriöser Baum ist aus dem Nichts in der Nähe der Pilzinsel gewachsen. Ein Baum? Nein. Erkundet ihn und sammelt die besonderen Äpfel aus 3 Kisten. Okay, Quest 1. An der Pilzinsel habe ich ja in den letzten Folgen ein bisschen gearbeitet. Ja, Tim und ich haben es gesehen, so ein bisschen hast du da gearbeitet. Ja, ne? Warte ich schon oben? Ja, wir waren ein bisschen ganz da oben gelaufen. So, du hast cool schon mal so angefangen so einzurichten und so haben wir gesehen. Ja, ich brauche nur noch ein paar Möbeln, so was typisch für eine Taverne ist halt irgendwie. Aber richtig cool gemacht, also. Wir haben auch ja. Tim hat auch mal gemeint, du hast echt viel Zeit. Ja, ich hatte in dem Video auch sein Baustil und meinen Baustil angesprochen. Das hattet ihr in einer der letzten Folgen auch gemacht. Ja, genau. Mein Haus kritisiert. Ja, wir haben es nicht kritisiert. Ich mag dein Haus, aber ich finde, es würde mehr passen, wenn wir so ein bisschen auf Fantasy machen würden und nicht gerade im Mittelalter. Also. Ja, naja, aber für mich ist Mittelalter immer Fantasy. Ja? Also ein bisschen wenigstens. Okay. Baut eure 4 Stadttürme an euren.
eurer Burg, sodass ihr sie auch gut betreten, sodass ihr auch gut betretbar ist. Braucht eure vier. Also ich glaube, da ist ein Schreibfehler, also ein bisschen Logikfehler drin, wie es geschrieben ist. Achso, ja, okay, wir sollen die vier Wachtürme bauen. Das würde ich eh in Zukunft machen. Also die zwei Stück bei euch, ich baue ja so zwei Magiertürme, das habe ich schon gesagt. Und dann ist halt hier der eine Turm, der ist ja schon angefangen, hier von Tim war das, glaube ich, ne? Genau, und ich baue den meinen bei dir da, ne? An meiner Seite. Ja. Und Quest 3, ihr habt die Möglichkeit, mit Dorfbewohnern zu handeln. Handelt mit den Dorfbewohnern 5 verschiedene Angebote und bringt die Bewohner gut unter. Okay. Ja, ich habe nämlich nur 2 Dorfbewohner-Eier geschenkt bekommen und irgendjemand, was bist du gewesen? Irgendjemand hat schon mal Dorfbewohner-Eier bekommen. Tim, okay. Und dann müssten wir die uns halt mal spawnen irgendwo, so dass wir die auch behalten können, nicht getötet werden oder sonst irgendwas mal mit dem passiert. Und dann müssen wir da mal ein bisschen handeln, ne? Das wäre ganz cool. Ja. Soll ich dir mal kurz den Baum zeigen? Und ich zeig dir mal den Loot. Also das haben, also Tim und ich haben diese erste Quest schon erledigt. Ja, ich brauche nur noch schnell Ausrüstung. Warte, Schuhe, Hose fehlt mir noch. Okay. Dann kriegst du mal was von den Äpfeln. Oh, mein schönes Lächeln sieht man immer noch. So, das ist die Hauptsache, oder? Ja, das ist das Wichtigste. Und was zu fooden habe ich natürlich jetzt nicht drin. So. Ja gut, dann nicht. In dieser Folge, wie gesagt, möchte ich eigentlich den Turm anfangen. Mhm. Oder halt ein paar, ja. Komm her. Komm her. Hier komm. Ja. Ja. Überraschung. Nein, Quatsch. Ich kann nicht mehr rennen. Wenn ein Wehrloses ist. Hier. Ja. Es, hier komm. Leckerli, komm. Ich warte eigentlich nur auf den Moment, weil Sepp online ist in Skype. Dass er jetzt gleich auch uns wieder hinterher scheint. Ich warte nur drauf. Hast du Ranken? Wie diese. Das weiß ich nicht. Aber wir könnten ja von dem Dschungelbaum welche abmachen. Und die wachsen ja nach. Ja. Ich möchte nämlich an dem Turm, da gehen ja so Treppen hoch, aber das dauert halt ewig. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Und deswegen will ich da so Ranken runter machen lassen, damit man da einfach hochklettern kann. Das wäre cool, ja. Aber mit den Treppen sieht halt stylischer aus irgendwie. Mhm. Und innen kann ich es nicht machen, weil ich das nicht weit genug gebaut habe. Guck mal, und hier? Hier ist der Baum. Boah, das ist meiner. Nein, das wäre noch richtig unnötig, wenn da jemand drin bauen würde. Guck mal hier. Kiste. Ja, das wollte ich dir mal zeigen. Also, warte, geh mal kurz von der Kiste weg und tust so, als ob du sie gleich zum ersten Mal siehst, okay? Oh, eine Kiste. Was ist denn da drinne? Oh. Surprise. Äpfel, auf denen Köder draufsteht. Was könnt ihr das nur bedeuten? Aber es sind keine Äpfel oder kein Apfel, es ist ein Apfel, weißt du? Ein Apfel? Ein Apfel. Apfel. Ja. Das ist eine Apfel. Das ist eine Apfel, ja. Musst du mit Doppel-P und Doppel-E schreiben. Nein, das ist eine Apfel, genau. Nimm die mit, das sind deine. Was, alle? Ja, das waren nicht alle, wie es gab. Wir hatten viel, viel mehr. Es sind doch noch welche in der Vorratskammer. Okay. Nimm die einfach für dich. Habt ihr den Baum jetzt schon gelootet? Den haben wir schon gelootet, ja. Also die erste Quest ist schon, also schon erfüllt. Okay, nice gelootet. Hast du eine Schere bereit, dann kann ich die gleich mal da oben Nope, ich habe auch kein Eisen, also müsste ich craften. Okay. Ich habe gar nichts, ich bin nackt, außer meine Rüstung. Ja, dann würde ich mal sagen, pass mal auf, dass du jetzt schnell nach Hause kommst. Ja, ich bei den ganzen Mobs hier. Zeug, aber ich habe ja noch einiges an Eisen, also von daher dürfte das sein. Ich werde demnächst, kurzer Spoiler, richtig viel Eisen also benutzen müssen. Weil ich, das werde ich jetzt im Video piepen, weil das ein Spoiler ist. Piep das mal wirklich, ich piep das auch, okay? Da ist eine Spinne in meinem fucking Baum. Ich kämpfe mit bloßer Hand. Bloße Hand! Nein. Die Spinne! Ich komme! Klapp! Okay. Oh. Eingesperrt! Ich lass mal ein bisschen Abfall da. Ich lege auf die Spinne und du kommst einfach an. Klatsch. Ja, oder? So, ich wollte noch was holen, ich wollte noch Sand holen. Da brauche ich auch nur ein bisschen. Ich habe hier ein Schwert drin. Ach, das Kokosnussschwert habe ich ja noch. Nice. Und 2 Diamantschwert. Alter, diese Skelette ist ja eine Frechheit, ne? Das ist ja furchtbar hier. Übrigens. Die haben so viel Power auf ihren Bögen. Der Amboss, den du neulich irgendwann mal weggeschmissen hast, ja? Ja. In einer Folge, den du aus Versehen im Creator gesetzt hast, den habe ich mal gefunden. Hä, wie? Du hast den gefunden? Wo habe ich den hingeschmissen? Den habe ich gefunden. Ah, das wo, irgendwo hast du das mal geschrieben. Wo hast du das geschrieben? Was hast du das? Auf deinem, hinter deinem Video, glaube ich, irgendwo. Ah, okay, ich habe mir das so gedacht, so,
Irgendwo ein Amboss? Hä, was? Ich habe das nicht verstanden, was du von mir willst. Ja. Ach so. Du hast dann meinen Amboss weggeworfen und ich dachte mir, oh, ein Amboss, den nehme ich mit. Weil ich da gerade auf Lehmtor war. Ich glaube, den müssten wir rein theoretisch wegschmeißen, ne? Weil es ja gecheatet ist. Nein, ich habe ihn gefunden. Es kann auch sein, dass Minecraft random Ambosse spawnt. Das ja, genau. Logischerweise irgendwann. Irgendwie. Irgendwo. In einem weit, weit entfernten Land, in einer sehr weit entfernten Zukunft. Genau. Mit Power! Genau. So, was mache ich denn hier? Genau, ich wollte den einen Trank noch brauen, den ich unbedingt brauche. Den Feuerresistenz-Trank. Ja, können wir machen. Willst du mal bei mir pennen? Ich habe hier doch eine neue Schlafwiese mit Balkon. Ah, dann übernachten wir doch heute mal beim Chris, oder? Ja. Du musst nur warten, also nur nicht ins Bett legen. Naja, du hast ja deine Admin-Cheats. Naja, Admin-Cheats. Ich cheate mir den Tag herbei durch Nicht-Schlafen. Ja. Guck mal, du darfst ja einen dann aussuchen. Das ist echt cool gemacht, Chris. Das sieht echt mega cool aus hier. Ja, ich habe mich da so ein bisschen an Niggi orientiert. Okay. Der hat das ja auch so. Dann schlafen wir doch hier mal eine Runde jetzt. Ja. Ganz friedlich. Ich habe aber nur 4 Betten, weil das von der Location her nicht mit 5 gepasst hätte. Ah, ja, stimmt. Das wäre auch noch cool gewesen. So für uns alle, ne? Aber passt doch. Ja. Der Baum steht voll im Schatten der Insel. Sag mal, hast du irgendwie was umgebaut? Bezüglich deines Fred-Ding, dass man kann doch über diese Grabstätte quasi außerhalb der Stadt irgendwo reingehen, ne? Dass wir quasi in die Stadt kommen. Hast du irgendwas umgebaut? Irgendwie von deinem Haus aus, oder? Nee, man kann... Weil wir haben das irgendwie nicht gefunden gehabt. Nee, man kann von meinem Haus ganz normal nach unten, also man kann von innen nicht raus, aber man kann von draußen rein. Ach, man kann nicht von innen raus? Nein. Ah, okay, das deswegen, okay. Ja. Wir haben uns schon gefragt, so, hä, was ist denn aber da los? Vielleicht kann man das später noch einrichten, aber ich wüsste jetzt gerade nicht wie, ehrlich gesagt. Mhm. Das machen sie. Okay. Ja, meine Hühnerfarm steht auch noch. Ist immer noch scheiße. Oh, aber da sind schon ganz schön viele Eier drin. What the fuck? Echt? Da sind 3 Stacks Eier drin. Von einem Huhn. Nicht schlecht. Ist immer noch ein? Ja, ist immer noch ein. Dann würde ich sagen, dass du dem mal ein paar mehr Hühner reinmachst, ne? Geht ja nicht, die ersaufen ja. Ach so. Da hatten wir doch jetzt erst das Problem, also als ich irgendwann mal mit dir aufgenommen hatte, hattest du mir doch gesagt, die kleinen Hühner können ertrinken. Mhm. Und das tun sie auch. Das tun sie auch. Ja gut, ne? Aber die werden irgendwie runtergedrückt, ich weiß auch nicht. Hm. Aber ich wollte die sowieso nochmal abreißen und nach einem anderen Konzept bauen. Okay. Also ist das schon okay. So, das nehme ich mal mit. Ich muss mir mal Essen machen. Generell, irgendwie, das kann ich jetzt mal diese Folge machen. Ich muss mal wieder für Essen sorgen, weil das habe ich schon letztes Mal gemerkt. Im Kampf, da hat mir Essen gefehlt, definitiv. Okay. Und da schlage ich jetzt mal die Kartoffeln alle ab und pflanze ihn mal neu an. Nein, die armen Kartoffeln, du kannst sie nicht einfach abschlagen. Doch, guck, pass auf. Ja. Oh, ne, Karotten habe ich nicht so die Interesse dran. Karotten, das ist... What are you doing? Genau. Stop me. Kennst du Element Animation? Nein. Oh, okay, das ist ein richtig cooler Kanal, der unter anderem sehr professionelle Minecraft-Animationen macht von... Und er hat so ein Format, wo er halt mit Villagern was macht, ne? Und, also das heißt Villager News. Und die... Das sind quasi Villager, die einen Nachrichtensender haben. Und das ist richtig cool gemacht, nice. wie die Sprache so nachgemacht ist und so. Das ist richtig cool. Kann ich euch gleich mal einen Link schicken nach der Folge. Okay. Kannst du mal angucken, wenn du Lust hast. Das ist richtig cool gemacht. Ja, also ein sehr empfehlenswerter Kanal. Das ist ein britischer Kanal, glaube ich. Ich kann auch aus der USA. Ich bin mir nicht sicher. Entweder USA oder Briten. Andere Briten. Ja, ne? So, dann machen wir schöne Ofenkartoffeln. Perfekt. Ja. Ich mache jetzt mal. Ich klatsche jetzt mal an meine Pilzinsel da ein paar Ranken, damit man auch hochkommt, dann schnell nicht. Mhm. Schnell. Aber so finde ich die ja echt cool, eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch echt cool gemacht, so. Also. Ja. Aber ich bin jetzt wieder zu der Fantasy. Der Simon kommt, der meckert wieder. Nee, wir haben es doch schon zusammen erkundet. Also ja, er hat sich nichts dagegen gesagt. Ist das Video schon draußen, wo er Na, ist? Nein, das haben wir gerade gestern aufgenommen. Also bei mir kommt das heute, morgen kommt das bei mir. Okay. Weil ich hatte jetzt über die letzten Tage kein Internet, deswegen, weil wir renovieren zu Hause. Mhm. Hast du eigentlich noch Glowstone? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, habe ich sogar.
Aber weil ich wollte im Inneren einen Turm aus Glowstone bauen und hatte auch 3 Stacks gesammelt, aber für alles, die ich nicht mitbekommen habe, ich bin in der letzten Folge mal wieder gestorben und in der vorletzten auch. Und ja, beides mal durch Fallschaden. Ich kann dir 12 Blöcke anbieten. Du kannst ja auch direkt draufsetzen. Oder in meinem Turm ist ja unten eine Kiste, packst du die einfach da rein. Aber das ist so ein weiter Weg. Ich hole in deine Kiste. Mein Pferd Schattenfell ist weg. Mit Sattel, mit Name-Tag, warum heißt das eigentlich so? Na, das Pferd von Gandalf heißt doch auch so. Schattenfell. Okay. Ich wollte ein weißes Pferd haben, was Schattenfell heißt. Ach komm, das finden wir doch wieder. Boah, stell dir mal vor. Ja, genau, wie wohl seins. Das finden die Feinde. Ich wollte gerade sagen, stell dir mal vor, das findet jetzt statt 3. Und dann quasi so, ja, Wogons Pferd gegen dein Pferd. Aber dann behalten die die Rüstung. Das wäre ja fies, sehr gemein. Oh, gut. Vor allem wäre das... Ja, das wäre doppelt fies, ja, weil du den auch noch in einem Pferderüstung geschenkt hast. Ja. Ah, okay, aber bei Wogan könnte ich das verzeihen. Ach, als ob du das Wogan... Ach komm, das sind die Feinde, ja? Ja, aber ich hab schon Bedenken, du hast so viel Kontakt mit Wogan, wenn ich dir jetzt den Plan da verrate, dass Wogan da was mitbekommen könnte. Genau, wird alles erfahren. Ich warte, das ist ein Verräter. Oh, da ist nur ein Pferd. Ja, ich glaube, ich sag's jetzt besser. Ich sag's am besten, ohne Spaß, am besten sage ich es keinem, nicht, dass man irgendwem irgendwas rausrutscht. Eben. Und das wäre dann richtig cool. Das wäre nicht gut, ey. Verbrennt die Ranken, verbrennt! Ihr habt es verdient. Vielleicht was auch gut sein kann, der Sepp hat ja noch ein bisschen gestern aufgenommen, nachdem Tim gestorben ist und ich die Folge beendet habe, dass er es einfach gefunden hat, ne? Mein Pferd? Ja, das kann sein, ne? Aber gut, dann ist, ja. Ich bin jetzt mal grob hier so ein bisschen außen rum gelaufen, aber ich habe jetzt nichts gefunden, leider. Ja, da kann man denn auch nichts machen. Dazu ist, dann ist das halt so. Kann sein, dass ich gleich wieder sterbe. Ich ja, okay, ich glaube. Okay. Ich bin gestorben. Ich bin gefallen, aber krass. Nicht gestorben. Das ist, Ja, immerhin, ne? Das ist auch mal eine Leistung. Ja, doch, also Respekt. Für mich ist das auf jeden Fall. Da kann man auch mal applaudieren, finde ich. Doch, ne? Ja. Alter, wie geht das hier? Ich muss mal gucken, was wir da so haben. Ah, warte, ich kann diesmal, weil ich mir immer so viel. Alter, warum leckt das gerade so? Okay. Ich hatte gerade so irgendwie voll den Einbruch. Weil ich ja immer so viel mehr aus den Kisten nehme und so, habe ich gedacht, ich muss jetzt mal ein bisschen spendabel sein. Und werde jetzt mal ein bisschen was spenden. Ja, spenden Sie jetzt unter 039435678006 mal die 6,3. Ja, genau das ist die Nummer. Wählt sie bitte alle, nicht? Ja. Wählt jetzt alle diese Nummer. Erde kriegt man schon schnell viel zusammen, ne? Also muss man ja sagen. Wo? Krass. Also ich habe richtig viel Erde in meinen Truhen. Warum? Richtig viel. Keine Ahnung. Frag mich was Leichteres. Random halt. Random Erde ist das. Genau, Random Erde. So, da haben wir... Wir haben fast eine komplette Doppeltruhe voll mit Erde, ne? Nice. Richtig gut. Jetzt ist die Frage, ich muss ja hier jetzt eigentlich mal ein Loch reinkrachen, damit man hier auch durchkommt. Also hier. Oh, wir haben noch Ton, das ist super. Gib mir der Ton, gib mir der Ton. Wie ist denn das? Ist das weiß gefärbte Ton, ist das der Standard? Ja, denke ich mal. Warte mal. Quatsch, das ist der Ton. Ich wollte ja Ding machen, ich wollte Stonepricks, ne? Wo man Kamin draus machen kann zum Beispiel, oder den Schornstein, den du so komisch da gebaut hast. Leben meinst du? Nein, Ton steht hier. Naja, ist das gleiche. Ja, die muss man, abbauen, aber darf man nicht in so Blöcke machen, sondern muss man so brennen. Das war nämlich mein Fehler. Ich habe die zu normalen Tonblöcken gemacht. Da werden sie nicht zu Ziegelblöcken. Ja, okay. Ja. So. Ich glaube, die hatte ich auch mit in der Hölle und die sind auch weg. Ich hatte ganz arg viel Leben. Ja. Alles hab ich ein bisschen Gunpowder geholt, um dann Wufftränke zu machen. So, also wir haben jetzt hier Feuerresistenz. Für was wohl? Denn wer sie nicht erfahren? Man weiß es nicht, man munkelt nur. So. Ich hoffe mal jetzt, dass es dann klappt. Ja, da habe ich Feuerresistenz 8 Minuten lang und dann noch werfbarer Trank draus machen. Dann habe ich gute werfbaren Trank, weil
Der gute Wugon, habe ich fleißig in seiner Folge gesehen, der will sich einen Feuerbogen machen. Und das wäre natürlich nicht so gut. Also sowas geht ja mal gar nicht. Ja. Nein. Möchte ich mal. Ich fühle mich gerade so unproduktiv. Ja, ich Tim, auch nicht viel geschafft. Sag was mache ich? Was kann ich machen? Ich will am Ding weiterbauen, also anfangen, du könntest den Turm zu bauen. Du könntest meine Gruft ausbuddeln, damit die auch irgendwann mal fertig wird. Ja, aber ich würde jetzt gerade lieber ein bisschen an dem Turm mal anfangen. Das wäre mal was. Ja, mein Turm will ich jetzt auch loslegen. Warum kann ich hier keinen... Ach, das ist schon gebrannt. Ja, kann man aus Nether Stein Nether Ziegel machen? Ja. Wie? Muss man den brennen? Brennen oder in Vierer-Stacks, also Vierer-Dingern packen, glaube ich. Boah, man muss den brennen, oh Mann. Oh. Voll die Verschwendung. Dann ist es schon Nether. Doch, das ist Nether Stein, okay. Ja, cool. Aber ich habe zumindest jetzt wieder Essen. Nice. So, dann mache ich mir einen Wurftrank hier draus. Das schmeckt Pulver kann weg. Gut, muss ich mal genau studieren, wie Tim sein Turm aussieht? Ja, stimmt. Aha, ja, okay. Ist hier noch ein Eingang zum Ding? So. Und hier wollte ich. Eigentlich wollte ich hier was anderes bauen, müsst ihr wissen. Ich wollte mir eine andere Art von Lager bauen. Aber das ist jetzt ein bisschen zu aufwendig und da müsste ich was machen mit sehr viel Glück. Vielleicht, je nachdem. Was ist denn das denn da? Was denn? Je nachdem. Ja, okay, ich habe nur was von mir selbst gefunden. Okay. Je nachdem, ob es dazu mal kommt und ob ich meine, das lohnt sich dann überhaupt noch zu machen, baue ich das vielleicht nochmal um. Das ist kein großer Aufwand. Aber das erstmal zu bekommen, ich verrate es immer nicht, weil sonst wäre das ein bisschen blöd, wenn ich das verraten würde. Das ist nämlich ein bisschen was mit dem Geheimgang. Und das ist sehr cool. Falls es nicht dazu kommt, verrate ich das schon noch irgendwann, aber ich halte es erstmal mir offen. Und jetzt mache ich mir einfach hier unten das ganz normale Lager einfach so mit Kisten hin. Dass ich das oben nicht alles in meinem Haus stehen habe. So. Gehen wir mal hoch. Und das könnte ich ja eigentlich dann mal machen. Ich brauche Stein noch. Das müsste ich aber auch noch haben. Ja. Und Steinziegel. Ich werde das auch Steinziegel irgendwie machen. Das sieht cooler aus. Und ein bisschen Holz. So. Cool. Wie sieht es dann aus? Die Feuerresistenztränke habe ich jetzt. So wie ich mir jetzt gedacht habe. Wie schaut's aus mit Pennen? Können wir machen, rein hol dich, ja. Mit dann geht die Folge da schon wieder richtig lange, ne? Pennmüller einlassen? Wie lang geht die jetzt? Okay. Wir sind gerade erst bei 20 Minuten. Ja, gerade ist gut, ne? Ah gut, dann pennen wir jetzt und dann... Pennen wir gleich, wir machen auch 5 Minuten oder so, ja? Genau. Also ich lieg schon. Du brauchst nicht dich hinlegen, du bist der Admin. Ja. Passt schon. Du willst den Realismus wahren. Ja, ne, man muss ja ein bisschen so tun, als ob, ne? Musst du tun, als wäre man ein ganz normaler Bürger. Ja, ich will auch nicht so sein wie ihr, ja. Ich will nicht immer was anderes sein. Ich will dazugehören. Niemals. Was? Niemals. Oh. So. Wie mache ich denn das von der Größe? Jetzt möchte ich eigentlich noch alles abreißen hier. Geil. Also aber das immer so geil. Minecraft, man baut irgendwas auf und später fällt einem auf. Ah ne, eigentlich sieht's gar nicht aus. Eigentlich muss ich nochmal abreißen. Ja, also ich würde sagen, dann reißen wir in der nächsten Folge dann Chris sein Haus ab. Nein, Quatsch. Und danach. Weil das ist uns zu Fantasy, deswegen. Ja, genau. Ey, ich hatte mir echt schon mal überlegt, ob ich mein Haus abfackle und in den Pilz oder irgendwo hier in die Burg vielleicht. Einfach also, so. Du ziehst einfach von uns weg. Der Abtrünnige aus der Stadt. Oh, das wäre richtig traurig. Ey, Tim hat das hier richtig cool gebaut. Ich kann das nächste bauen wie Tim. Dann lass es. Unfähig. Und einfach unfähig bist du. Ja, ich weiß. Was kannst du eigentlich? Gar nichts. Gut, aber immerhin erkennst du es, weißt du? Das ist wichtig, ja, weil manche Leute reden sich dann ein, irgendwas machen zu können. Ja, und du erkennst es wenigstens. Das ist wichtig, wenn du dann immer noch die Realität erkennst, weißt du? Ja. Das ist wertvoll. Ja, man wirklich. Muss auch immer selbst reflektierend arbeiten. Genau. Bist du schon in der Ausbildung oder noch in der Schule? Ich bin jetzt noch die letzten Monate in der Schule und dann geht's in die Ausbildung. Oh, da wirst du dich freuen, da wirst du selbst reflektierend noch sehr viel lernen. Oh Gott. Das ist ganz wichtig. Da freue ich mich doch schon drauf. Ah, selbstreflektierend. Oh ja, geil. Oh, geil. So.
gucken, wie ich den Keller hier mache. Das soll so wirklich so ein bisschen kellermäßig rüberkommen, deswegen baue ich das gerade so, wie ich es baue. Ne, da Deutsch. Ich baue es so, wie ich es baue. Genau. Ich baue das so, wie ich baue, Alter. Was ist los? Hast du Problem damit? Hast du Probleme mit meinem Baustil, Alter? Ja, habe ich. Zu Fantasy. So voll runtermachen die ganze Zeit. Ey, das finde ich jetzt gar nicht mal so cool. Ich schon. Ich hol meine Brüders. Voilà. So. Oh, das ist hier. Das will ich noch verbauen. Kennst du, ne? Kennst du. Machen wir ein bisschen Berlinerisch. Kennst du, ne? Weißt du Bescheid, ne? Kennst du. So, das ist hier auf jeden Fall der Eingang. Ja. Jetzt müsste ich den Boden eigentlich noch ein bisschen anders machen, dass es so ein bisschen. Nein! Hör auf damit! Nein, lass es bitte, sieht sowieso scheiße. Lass es einfach gut sein, ja? Es reicht. Irgendwann muss man auch mal kennen, wenn man Scheiße gemacht hat, dann muss man halt damit leben, ne? Ja, und dann muss man auch mal damit aufhören. Genau. Nein, was soll denn? Frage ist, wie ich die Kisten anordnen will. Gar nicht. Das ist eine gute Frage, ne? Das ist eine sehr gute Frage, also lassen Sie mich darüber näher diskutieren. Genau. Nee, ich mach das so rum. Hier hin. Nein. Und dann kommt das so, ne? Und dann hier da. Und das typische Minecraft-Gelaber, ne? Also da setze ich das so hin. Und das da. Und ach ja, das kommt übrigens dorthin. Und falls ich noch nicht wusste, das hier so, ne? Gewisser Bescheid. Ja. Und das dann hier oben dahin so, ne? Klar. Ich meine, das war jetzt auch offensichtlich eigentlich. Ja, eben. Also es. Ja, ne? Erkennt ja jeder Dummkopf. Mensch. So, und dazwischen kommt dann das, ne? Wisst ihr Bescheid? Das dahin, genau, ja. Finde ich auch, ist die richtige Entscheidung von dir. Ja, auf jeden Fall, hallo. Hier, also 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 2 kann ich noch. 2 kann ich noch! 2 gehen noch! Was machst du? Den Turm bauen. Wieder mal. Achso, okay, ich muss jetzt gerade eine Netherricks dafür schmelzen, dass ich das machen kann. Ich kann nicht einfach so drauf losbauen wie du. Ich lebe nicht in diesem Luxus. Nicht jeder kann ein Profi sein wie ich. Nein, das habe ich jetzt auch schon. Leider erfahren müssen. Ja. Hätte ich ja Power! Oh nein. Es geht wieder los, Leute. Es geht los. Früher war diese Manuel Neuer-Witze, wisst ihr? Ey, vielleicht habe ich gar nicht Weil, Power. Egal wie. Ist Manuel Neuer. Und egal, was du für einen neueren Witz hast, Manuel ist neuer. Ja. Ne? Also die Sachen waren früher und jetzt geht's los mit Power. Das wird nie aufhören. Es gibt immer irgendwas geben. Power. Ich habe Angst darum. Ich habe Angst. Es ist einfach nur cool. Dies ist einfach nur ein geiles Werbung. Chris, man muss erkennen, was cool ist und was langweilig ist und was nervt, ne? Also musst du so unterscheiden können. Genau. Du meinst das, was du nicht kannst. Was? Es erinnert mich immer wieder an die Szene von Hangover. Wo der da... Ja, dies. So richtig lange geht, ne? Das geht einfach so richtig lang. Denke ich mir auch immer nur so, what the fuck? Ist gut. Was ist denn mit was ich auch richtig geil finde in Hangover 3? Ich glaube, es war 3. Mit der Giraffe, ja genau. mit der Giraffe am Anfang, einfach so auf der Autobahn. So einfach so richtig, wo du denkst, so, wie, nein, warum? Einfach so, nein! Als ich es gesehen habe, ich saß so da, was denkt er sich dabei? Er fällt gerade unter einer Er hat eine Giraffe, er hat eine verdammte Giraffe dabei. Jetzt ich meine, Giraffen. Sind sowieso komische Tiere, ne? Aber Giraffen sind cool. Hast du dieses eine Video gesehen, wo Giraffen sich mit dem Hals verprügeln? Das ist awesome. Ja, das kenne ich. Also ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie ein spezielles Video meinst, aber ich habe das schon mal gesehen, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Auf jeden Fall. Ja, sonst sind so Sachen, die man gesehen haben muss, genau wie das erste YouTube-Video. Kennst du das? Ja, Me at the Zoo. Das kennt doch jeder. Okay. Falls ihr es nicht kennt, schreibt es jetzt in die Kommentare und schämt euch gleichzeitig. Genau. Ich habe übrigens immer noch vor, irgendwann mal mit Podcasts anzufangen. Und wollt ja meinen ersten Podcast darüber machen, 10 Jahre YouTube, die Erfahrung mit YouTube und wie man darauf gekommen ist oder so. Aber ich komme irgendwie nie dazu, so Leute zu fragen, ob sie mal Bock haben. Ja, und ich muss unbedingt mal wieder ein paar Leute jetzt fragen, wegen meinem neuen Konzept, da was ich angefangen habe, das neue Skill No Kill. Habe ich jetzt eine Folge gemacht und dann habe ich irgendwie jetzt irgendwie so nicht dran gedacht, ja gut, man müsste auch mal jetzt weitermachen. Ja, ist wohl die erste kann Folge. Man da mal ein bisschen... Könnte man ja mal, ne? Man könnte auch mal den Chris fragen oder andere Leute. Ja, ich glaube, ne? Ich würde da Haus so verlieren, deswegen bin ich da Ja, aber du brauchst ja keinen Skill dabei. Also, ja, aber das ist ja das Format für... überleben können irgendwie.
Ja, aber zumindest musst du kein PvP machen, ne? Ja. Also ich wollte gerade hochgehen, mir eine Spitzhacke holen, aber das habe ich einfach vergessen. Selbst, darf ich selbst kein Stein PvP dahinter. Zu machen, ist noch zu skillig für mich. Genau. Okay, so, dann habe ich hier schon mal den Kistenlagerraum gemacht. Und ich würde sagen, ich beende jetzt... Kistenlagerraum, genau. Ich beende jetzt die Folge. Moment, ich muss auf Fenster machen. Was kannst du? Oh. Du kannst jetzt nicht die Folge beenden. Wenn du, ja, doch. Was glaubst du, wer du bist? Wenn ich kann das? Ich müsste nur auf den Knopf drücken. Ich könnte dich auch einfach jetzt vom Server kicken, ja? Ey, denkst du, ich kann das nicht? Denkst du, bist der fucking Admin? Denkst du, du bist hier ein fucking Admin? Ja, das denke ich, ja. Ja. Okay. Er läuft direkt. Okay. Jetzt habe ich so viele Sachen, die ich gar nicht dabei haben will. So sofort, falls ich wieder... Okay, wir sehen uns nächste Folge wieder. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine positive Wertung da beim Chris und bei mir. Genau. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und tschüss. Bis dahin, ciao. Euer Mystery.